So, in der Folge mache ich noch. Willkommen zurück. Alamak. Alarak will ja nochmal mit uns sprechen. Kann ich davon ausgehen, dass ihr diese mechanischen Krieger an euren Willen binden wollt? Ihnen wird ihr freier Wille gelassen, genau wie Phoenix. Sie zu versklaven war der Grund für ihre Revolte. Ach, euer einfältiger Idealismus strapaziert meine Geduld. Idealismus? Sie sind den größten Helden unserer Geschichte nachempfunden. Bestand denn ein Unterschied, als wir eurem Volk die Freiheit schenkten, indem wir sie von Malaschs Joch befreiten? Nur um sie unter meine Herrschaft zu stellen. Ich kann nicht zulassen, dass mein Volk weiterhin von Amons Lügen geleitet wird. Aber eins lasst mich klarstellen. Sie sind nicht frei. Freiheit ist nichts als eine Täuschung der Machtlosen durch die Mächtigen. Ihr sprecht wie Amon. Ändert dies, wenn euch euer Leben lieb ist. Setzt diese Phoenix-Maschine als den neuen Exekutor der Richter ein und benutzt sie als die Instrumente der Zerstörung, als die sie erschaffen wurden. Boah, ey. Irgendwo muss immer ein Kacklappen geben im Team. Und ich dachte, Roana ist das. Na gut, okay. Ansonsten Armee-Upgrades verfügbar, neue Gespräche verfügbar. Ja. Machen wir doch mal. Vorsuhen. Warum wurde für Cybros ausgerechnet die Umlaufbahn von Endion ausgewählt? Endion ist seit Jahrtausenden ein Rückzugsort für Forschung. Proteus Gelehrte suchten diesen Planeten auf, um fernab von jeglichen politischen Angelegenheiten ungestört nach Technologien zu forschen, die dem gesamten Imperium von Nutzen sein würden. Hier wurde ursprünglich die Psi-Matrix entwickelt. Als entschieden wurde, die Richter zu deaktivieren, wurden sie zu einem Symbol unseres technologischen Fortschritts, doch auch der damit verbundenen Gefahren. Deshalb wurden sie in die Nähe einer Forschungskolonie gebracht? Was wäre besser geeignet als ein Ort, an dem unsere besten Wissenschaftler lebten und unermüdlich daran arbeiteten, das Cybros umgebende Stasisfeld zu verbessern? Wie viele Einwohner hatte die Welt unter uns? 800.000 Kalai und ein Kontingent Templer. Ich kann nur hoffen, dass ihr Tod kurz und schmerzlos war. Mir ist gerade aufgefallen, dass die hier so ein, den Kopf eines Hydralisken als ihren Schulterpanzer hat. So viele kleine hübsche Details hier. Super. Konzeptpult. Wollen wir mal gucken, ob wir da... Eure robotische Belagerungstechnik ist eingetroffen, Hierarch. Bitte trefft eure Auswahl. Wir haben hier den Koloss. Wir machen die Feuerlanze, ist klar. Aha. In Brand setzen. Okay, und dann haben wir noch die Räuber. Die kennen wir doch irgendwo her. Natürlich, baut automatische Scarabs, die explodieren und ihren in Umgebung viel, zielen feindlichen Schaden zufügen. Für Gebäude Bonus. Ne, komm, wir bleiben erstmal bei den Kolossen. Und dann ist es okay. Die legendären Arbiterschiffe wurden neu konstruiert, um uns in unserer großen Not beizustehen. Wir können sie Arbiter am besten einsetzen. Eure Gegenwart. Tarnfeld. Oh, ja, die kenne ich noch aus dem ersten Teil. Die sind auch nicht schlecht. Tarnt in der Nähe befindliche verbündete Einheiten, kann gegnerische Einheiten in Stasis einfangen, teleportiert verbündete Einheiten zu seiner Position. Ja, ist eine hübsche Spielerei, aber sowas kann auch mal schief gehen. Gerade da ich die Zerstörer mit den Kettenlasern ja super geil finde. Mal gucken. Die Fähigkeit Psi-Sphäre fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe in ihrem Weg Schaden zu. Die Fähigkeit Telepathiestoß fügt der gegnerischen Einheit Schaden zu. Opfert Trefferpunkte eines Verbündeten für Energie. Naja, Energie. Ich finde diese schon besser. Ansonsten gibt es ja nicht viel.
Ja, die Dragoner behalten wir natürlich. So, Solarkern. Phoenix. Wir grüßen euch. Cybros kann den Zerg nicht lange widerstehen. Wir sollten uns beeilen, wenn wir die Richter noch retten wollen. Ich brauche euren ehrlichen Rat, Phoenix. Glaubt ihr, dass die Richter sich uns anschließen werden? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass sie zornig und verbittert sind, aufgrund der Taten unserer Vorfahren. Die Dae'lam sind nicht die Konklave. Ein gemeinsames Ziel vereint uns wie niemals zuvor. Und daher muss es den Richtern erlaubt sein, ihr eigenes Schicksal zu wählen. Ohne Freiheit kann ein Volk kontrolliert, aber niemals vereinigt werden. Das ist wahr. Und doch können die Erstgeborenen nicht noch einen anderen Feind gebrauchen. Und ich glaube daran, dass ihr euch keinen weiteren machen werdet. Eure Taten entscheiden über die Zukunft der Templer wie auch der Richter. Aber es ist an der Zeit zu handeln, Hierarch. Ihr habt recht. Der Pfad, der vor uns liegt, ist schwer, aber notwendig. Ich danke euch, mein Freund. Jupp. Alles klar. Karax. Euer Plan ist aufgegangen, Karax. Der Stasisschirm ist deaktiviert. Jetzt müssen wir schnell handeln. Wenn wir Cybros aktivieren, sollte sich die Kampfstation selbst verteidigen können. Und die Richter? Sie waren Jahrtausende lang inaktiv. Es ist möglich, dass sie immer noch Groll gegen unseresgleichen hegen. Wenn sie sich gegen uns wenden, werden wir sie bekämpfen müssen. Wir fügten ihnen schon einmal Unrecht zu, weil wir nicht verstanden, was wir erschaffen hatten. Diese Persönlichkeiten mögen Replikationen sein, doch sie sind lebendig. Nach all der Zeit, die ich mit Phoenix verbracht habe, teile ich eure Ansicht. Okay, denn der Solarkern. Hier haben wir noch 20 extra Punkte. Und jetzt können wir mal Phoenix anfordern lassen. Warum nicht? Ah, Phoenix hier mal ausprobieren. So, alles klar. Dann haben wir ja erstmal alles erledigt hier. Und jetzt können wir zur Brücke und die nächste Mission mal starten. Was gibt's diesmal? Nach der Deaktivierung des Stasis-Schirms haben die Zerg begonnen, sich auf der Oberfläche von Cybros auszubreiten. Es bleibt nicht viel Zeit, die Richter in Sicherheit zu bringen. Eure Templer sind bereit, Hierarch. Gebt den Befehl und wir werden Cybros zurückerobern. Genau. Und was müssen wir hier schaffen? Schließen Sie die Mission euch, Sie keine Matrixen, all Ihren Schilde verliert. Alles klar. Aktivieren Sie in einem Zeitabstand von 60 Sekunden in richterlicher Gewalt auf dem Schießkreis normal 2 Angriffstrupps der Richter. Okay, innerhalb von 60 Sekunden und das Ding darf keinen Schaden kriegen. Alles klar, los geht's. Na, das wird ja ein Spaß. Sie müssen nicht alle Gegner vernichten, um die Mission abzuschließen. Gehen Sie sparsam mit Ihren Streitkräften um und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Ziele. Ui, na, das wird ja ein Spaß. Ist ja auch ein Riesenteil, ist es hier an Station, ey. Meine Fresse. Die Zerg sind wahrhaftig so zäh, wie es die Archive berichten. Ihre Verseuchung breitet sich schon auf der Oberfläche aus. Und Amons Hybriden haben begonnen, die Schwarmstücke zu verstärken. Wir müssen auf den Beistand der Richter hoffen, wenn wir siegen wollen. Na gut, das war jetzt Phoenix. Laut den Konstruktionsplänen wird Cybros von 4 unabhängigen Quadranten mit Energie versorgt. Die Energiezufuhr zu jedem Quadranten wird durch 3 Nulltransistoren unterbrochen. Wenn es uns gelingt, alle Transistoren eines Quadranten zu neutralisieren, sollte zumindest ein Teil der Richter aktiviert werden. Wir müssen ein wachsames Auge auf die Kernmatrix haben. Wenn sie fällt, fällt Cybros mit ihr. Ach, Scheiße. Na, das wird ja ein Spaß jetzt hier. Okay, dann los. So, okay, du baust mal wieder hier. Wir sollten die Nulltransistoren ausfindig machen, sobald es sicher ist, Hierarch. Und
Müssen wir mal kurz warten. Artanis, in der Nähe der Kernmatrix stehen deaktivierte Kanonen. Wenn wir sie mit Energie versorgen, könnten wir diese Position effektiv verteidigen. Ah, verstehe. Ja, machen wir sofort. Du baust sie schon mal um. Du machst hier mal weiter. Und dann müssen wir langsam aber sicher mal... Ja, mir wäre es lieber, wenn ich dir diese irgendwie dann auch noch auswendig machen könnte. Also, dass wir sie dann halt überall wohnen können. So, okay. Dann schauen wir mal. Hier wird ja fleißig produziert. Wir machen natürlich weiter. Du hier machst mal hier. Einmal 100 hier, alles klar. Dann bauen wir hier erstmal eine fette Verteidigung auf. Die können ja aus mehreren Richtungen kommen. Dann machen wir hier eine Verteidigungslinie und hier eine Verteidigungslinie und dann müssen wir halt noch die Dinger hier zerstören, ja, super. Wir werden für unsere Sünden büßen. Nein, werdet ihr nicht. So, nochmal. Haben wir schon eine Schmiede? Haben wir noch nicht. Werden wir mal eine Schmiede aufbauen. Irgendwo so hier. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, bauen wir hier nochmal was auf. Weil hier gibt es auch nochmal Platz, wo wir was schaffen können. So. Ansonsten kommt natürlich hier noch irgendein Punkt hin. Dann haben wir auch noch schon mal ein bisschen Luftverteidigung. Und du machst mal hier weiter. 18, 19, 20, 21, 22. So, okay. Hier unten fehlt aber noch was. Eine Streitmacht der Zerg bereitet sich vor, die Kernmatrix anzugreifen. Verteidigt sie! Jo, machen wir. Ich kämpfe an vorderster Front. So, hier müssen wir nochmal schnell ran. Ohne. So, dann sollen sie mal kommen hier. So will es. Jo, für läuft. Den Hochblock. Ach nö, nicht schon wieder. Ach Menno. Kannst du hier vielleicht noch was bauen oder so? Kommst du da ran? Nee, kommst nicht mehr ran. Transporter wären nicht schlecht, aber die kriegen wir wahrscheinlich nicht, wa? Hm. So, du baust jetzt auch mal was auf. Wir sollten ausrücken und die Nulltransistoren zerstören. Die Richter werden die Zerg angreifen und sie von der Matrix fernhalten. Hier erstmal alles dicht. Und wenn wir schon mal dabei sind, bauen wir hier schon mal so dunkle Templaranlage auf. Falls hier was fällt und hier schon welche verloren haben. Ich registriere einen selbstständig erwachenden Richter. Wartet, etwas stimmt nicht. Die KI handelt eigenmächtig. Sein Solarit-Speichergefüge ist instabil geworden. Der Schaden ist irreversibel. Lasst uns ihn deaktivieren, so können wir zumindest sein Solarit nutzen. Aha. Schade nur, dass diese Einheit jetzt hier verloren ist. Na gut. Ist ja sowieso bloß Maschine. Wachsam.
So. Mit ewiger Entschlossenheit. Ach ja. So. Jetzt kannst du machen, was du willst. Hier war ja natürlich auch noch so ein Punkt. Natürlich. So. Alles klar, Verteidigung hier steht so gut wie. Und hier können wir davon mal eh nochmal nehmen. Die Zergbruten haben auf unsere Strategie reagiert. Sie bewachen nun die Nulltransistoren. Wir haben noch nicht mal die Nulltransistoren irgendwie angefordert oder so. Meine Güte. Aber gut, wir müssen ja hier nochmal einen Punkt setzen. Solche Einheiten kann man nicht hier noch kriegen. Die rote Pille. Ist das eine Anspielung auf Matrix? Also die... Naja, ihr wisst schon, der Film und so. Sachen gibt's. So, okay. Oder mal hier nochmal schnell zwei an. Dreie sind jetzt gut. Jo, das sind dann wohl die Einheiten, die gerade zum Nehmen erweckt wurden. Phoenix könnten wir dann bei Zeiten mal anfordern, wenn wir denn lustig drauf sind. Ansonsten müssen wir natürlich gucken, dass wir hier immer wieder an solchen Punkten dann halt dran schmeißen. Erstmal hier, dann hier, dann hier. Und hier können wir dann alles vollpacken mit solchen. Die Zerg greifen aus dem Nordosten an. Sie versuchen den Nexus zu überrennen. Na, sollen sie mal versuchen. Ich habe hier schon Verteidigung aufgestellt. Da kommen sie nicht weit. Wann ich endlich mal den dunklen Pylon kriege? Oh, Spoiler Alert! Natürlich die beste Frage, die ich jetzt habe. Ha! Das war ein Angriff? Das war peinlich, war das da. So, gut. Aber, einen Raumhafen könnten wir noch hier brauchen. Den stellen wir mal hier so hin. Hier baut man eine Ruhe weiter. Robodog bauen wir dann auch gleich. Hier stellen wir dann mal. Ja, wo stellen wir den hin? Die hier Stunde so. Ist gekommen. Wie es das Schicksal befiehlt. So, an und für sich. Hier können wir dann halt auch noch einen nächsten Punkt setzen, wenn wir wollen würden. Hier ist die Verteidigung ja erstmal abgeschlossen. Der hier kann notfalls... Ne, kann er nicht. Kann er nicht wirklich. Na gut. Euch entwickelt ihr mal solchen hier weiter. Den hier nutzen wir mal, um einfach noch ein paar zu bauen. Ja, hier wird es ein bisschen knapp. Hier könnte man aber. So. Bau mal einen Arbeiter. Denn noch drei davon. Und schon werden unsere Ressourcen gut ausgenutzt. Forschen könnten wir mal wieder. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und dann beschleunige mal die Schilde. Die Forschung natürlich. Haha. Wir erwarten eure Befehle. So, ansonsten. Brauchen wir nochmal ihn? Du baust jetzt mal hier nochmal ein bisschen was auf. Und zack, und zack. Und dann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Haben wir nicht genug von denen, okay. Feld stabilisiert.
haben wir unsere erste Einheit hier irgendwo rumzuliegen, wa? Ja, da ist er. So eine getarnte Einheit macht sie bestimmt total praktisch. Hier werden wir aber nochmal satt hinhauen. Und denn hier? Ist das der richtige? Ja, das ist der richtige. Ja, ist blöd, wenn meine Einheiten getarnt sind, wa? Ihr Säcke. Jetzt haben sie mir... Oh, jetzt haben sie mir meine Schütze weggenommen. Also... Denn hier... Dann warten wir noch mal kurz, bis hier die Verteidigung endgültig steht. Mobfeld stabilisiert. Wir stellen unsere Kräfte zur Verfügung. Danke, das ist aber nett. So, hier ist alles klar. Und jetzt können wir hier den anderen Schützturm noch bauen, schnell. So, da wir ja noch... davon welche brauchen könnten. Müsste jetzt alles erstmal gesichert sein. Okay. Dann haben wir eine absolute Luftkiller-Einheit. So, Upgrade wurde durchgeführt. Perfekt. Hier wird noch in Ruhe abgebaut. Hier noch Vespingas. Produktion haben wir auch noch. An sich, wenn wir Vespingas haben, wir eigentlich. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. So, der erste Monolith steht. Jetzt schaffen wir uns noch mal ein paar Einheiten ran. Ein paar wiederverwertbare Einheiten am besten. Rache für Ayur. Basis wird angegriffen. Rache für Ayur. Oh, ja. Ich genüge Monolithen. Ja, ihr kommt sowieso nicht weit. Aber mir fällt da... mir fällt da was ein. Der Himmel ruft. Und zwar haben wir so einen Roboter-Dock. Und wir haben zu wenig von diesen... Stell mal hier was auf. Oh, ja. ja. Hat ja noch trotzdem geklappt. So, okay. Jetzt nehmen wir uns nochmal eine Sonde. Klatschen hier mal so einen hin. Dann bauen wir nochmal solch einen auf. Solch einen auf. Und dann kommt hier noch so ein Monolith hin. Upgrade durchgeführt. Dann kannst du weiter arbeiten. So, und jetzt machen wir uns mal bei. Die Hybriden leiten eine Offensive auf die Kernmatrix ein. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Takazol! Da, ein Null-Transistor. Zerstört ihn, damit wir die Energieversorgung wiederherstellen können. Ja, das bisschen da ist okay. Gitterkasol, Raumkoordinaten erhalten. Dauern. Upgrade durchgeführt. So, und jetzt greifen wir die noch an. Weil die setzen gerade meine Schilde ganz schön zu. Oh, der lebt noch. So. Na gut, okay. Ist doch nicht so viel Verteidigung, wie ich mir oft habe. Dann setzen wir halt hier nochmal einen Pylon hin. Oder hier so.
Hier ist es ganz gut. So. Wir sind wachsam. Die erste Offensive haben wir. Dann bauen wir noch mal ein paar. Ach nee, davon haben wir noch nicht genug. Schnappen wir uns mal so eine Einheit hier. Klatschen mal hier noch ein bisschen was voll mit Pylonen. Wenn wir schon mal dabei sind, hauen wir hier nochmal so ein Ding hin. Hauen wir hier nochmal so ein Ding hin. Dann hauen wir hier nochmal bei solchen Dingern hin. Oder eins. Läuft. Ah, nein! Jetzt habe ich wieder falsch angehen. Ja, ihr merkt schon selber, ich bin müde. So. Stellen wir mal hier einfach mal welche hin. Hier greifen wir mal an. So, okay. Jetzt können wir mal ein paar Kolosse bauen. Ein Stück. In unserer Klingen laufen. So sei es. Ist ja auch eine Kampfeinheit, natürlich. Ist ja blöd von mir, dass ich das nicht gewusst habe. Ja, hier, komm. Die können ja mal wohl gar nicht hier. Sag doch. Blöd. Hat meine Energie natürlich ein bisschen weit nach unten gehauen. Der hier lebt noch so ziemlich. Und hier so ein Monolith ist ja klar, dass er noch genügend hat. Der hier kommt an dem aber nicht ran, wa? Nein. Wollen wir noch ein paar Truppen holen? Und zwar mit S. Und noch mal ein paar von den Z. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Da können wir weiter angreifen. Erstelle Richtung. Und weiter jetzt. Wieder hier aufgefliegen. Warum kommt die Nachrichten erhalten? Na, guck mal! Irach, in dieser Zone registriere ich eine gewaltige Ansammlung von Zerg. Vorsicht ist geboten. Wir sollten diesen Nulltransistor zerstören. Dadurch kommen wir der Aktivierung der Richter einen Schritt näher. Zeitkoordinaten bestätigt. Dauern. So. Wollen aber erstmal hier. Ah, wenn ihr so da lang fliegt, das ist nicht so schön. Obwohl, wir können ja mal. Läuft. Ja, ein bisschen da. Dieses Schiff wird angegriffen. Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen.
So, irgendwas haben wir jetzt nicht geschafft, das ist basic. Aber wir können ja nochmal hier ein bisschen Verstärkung holen. Energiefluss steigt exponentiell an. Es funktioniert. Die Richter werden aktiviert. Gitterkanton! Hä? Ich bin Exekutor Clolarion. Ich richte mich an den Anführer der Erstgeborenen. Exekutor Clolarion, selbst heute noch sind eure Taten unter allen Templern bekannt. Genug der Schmeichelei. Weshalb sucht ihr die Richter auf? Brüder, ihr wurdet zum Schutze des Imperiums erschaffen. Und doch behandelten wir euch nicht mit der Achtung, die wahren Templern gebührt. Ich ersuche euch, unseren Ahnen ihr Versagen zu verzeihen. Nehmt eure einstige Pflicht wieder auf und schließt euch uns als Gleichgestellte an. Beweist uns, dass ihr die Wahrheit sagt. Ihr werdet uns helfen, diese Bedrohung zu neutralisieren. Erst dann werden wir weiterreden. Vollstrecker! Rückt bis zur feindlichen Basis vor! Richtet diese Invasoren! Erstelle Vektor! Okay, der ist dann doch ein bisschen härter drauf. Phoenix, ich werde mich darum kümmern, dass das Solarit mit der gebotenen Vorsicht geborgen wird. So sei es! So, jetzt müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen was machen. Ihr macht da mal in Ruhe, ich gehe mal hier ran. Stopp! Alles mal hier sammeln. Raumkoordinaten erhalten. So. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar Truppen. Und Z. Hier ist zusätzliche Pylon. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So, alles vernichten. Ne, ihr zieht euch mal zurück hier. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Fähigkeiten gehören euch. Gitterkanton, erstelle Vektor. Ich bin bereit. Geht voran. Oh, da wollen wir schon Alleingänge machen. Zeit zum Phoenix-Ruf. Was ist das denn für einer? Der hielt er ab. Basis wird ja, komm, die halten da schon durch. Sag doch. So, alles klar. Hier steht auch noch einiges. Beziehungsweise alles. Geht voran. So, und hier können wir mal ganz in Ruhe. Wie der Hierarch befiehlt. Erstelle Vektor. Geht voran.
Transistor ist zerstört. Gekillt werden. Station ist auf halber Leistung. So sei es! Wieder die Oh! Hier will jemand seine Basis immer wieder aufbauen. Das geht aber nicht. Fremde Kreaturen greifen unser Zuhause an. Rückt aus und eliminieren sie. Raumkoordinaten erhalten. Dauern. Wir stellen unsere Kräfte zur Verfügung. Okay, hier ist dann halt der ganz Böse. Hier wurde ja ein Zentrum geräumt. Jetzt hätten wir mal hier nochmal eine Basis hinsetzen. Befiehlt. Wir stellen unsere Kräfte zur Verfügung. Na ja, mach mal das fertig hier. Bis hier hinten hin könnt ihr mal aufräumen. Ja, die lassen wir erstmal machen, ganz in Ruhe. 176 von 83. Dieses Schiff wird angegriffen. Und dann warpen wir nochmal ein paar dunkle Templer ran, oder? Ja, warum nicht? Rache für Ayur. Ach, hier seid ihr schon fertig. Die letzte Gruppe von Nulltransistoren befindet sich hier. Raumkoordinaten erhalten. Die vernichten aber auch alles hier. Typen hier. Wir stellen unsere Kräfte zur Verfügung. Da hinten durch natürlich. Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Eigentlich haben wir diese eine Fähigkeit, dass wir hier wieder hin teleportiert werden. Forschen können wir aber nochmal. So. So. Einige würden sich jetzt wundern, warum habe ich jetzt hier diesen Menübildschirm bei mir? Bei mir ist natürlich wieder ein Fehler aufgetreten, beziehungsweise, und da bin ich mal ehrlich, ich habe den Teil, wo dann halt Familie vorbeikam, so spontan, mal rausgeschnitten, da kamen nämlich Hintergrundgeräusche, die ich nicht haben wollte. Deswegen wird es ein bisschen die Déjà-vu-Erlebnis für euch geben. Ich musste an diesem Tag, also das ist schon ein bisschen her, seitdem ich jetzt hier die Aufnahme wieder angefangen habe, habe ich schnell beenden müssen hier und glücklicherweise muss ich nicht die gesamte Mission nochmal neu machen. Das heißt, wird alles 1:1 nochmal weitergegeben bei mir. Die Sache ist, ich wollte halt die Nebengeräusche nicht haben, weil Familie kam, also Mitbewohnerin mit ihrem Sohn und das wollte ich einfach nicht drauf haben. Deswegen habe ich dann einfach mal spontan die Aufnahme gestoppt, habe dann vorhin jetzt hier den Teil rausgeschnitten, wo dann halt Hintergrundgeräusche kamen. Und jetzt, wo ich wieder ein bisschen Zeit habe, kann ich einfach mal weitermachen da wie bisher. Und zwar hier und jetzt. Brüder, unsere Zeit ist gekommen. Löscht die fremden Organismen aus. Ausnahmslos. Ja genau, das wollte ich sagen. Hier gibt es jetzt nämlich die Sache, dass ich ganz in Ruhe mal Phoenix anfordern kann, der macht ja alles platt. Und das hätte ich mir sparen können. Warum hat er solche zwei Stelzen noch hinten und so? Na egal. Ne, wie gesagt, jetzt habe ich hier, jetzt mache ich pauschal einfach mal weiter da, wie bisher. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Sollte eigentlich fix gehen.
Jetzt sollte wirklich fix gehen hier. Ich hab's natürlich noch ein bisschen zu laut bei mir. Ich hoffe, ist nicht ganz so schlimm. Dass man halt den noch mitkriegt hier von meiner Stimme. Na gut, okay. Wollen wir mal weitermachen da bisher. Okay, 174 von 159. Wir können ja noch mal ein bisschen mit den. Nee, brauchen wir nicht mal. Jetzt haben wir alles geschafft, wahrscheinlich. Es ist soweit. Die Energieversorgung ist vollständig wiederhergestellt. Cybros erwacht. Wir stellen uns ein. Hierarch, Cybros hat volle Leistung erreicht. Und die Richter säubern die Station von den Zerg. Kämpft weiter, Brüder. Lasst keine dieser Kreaturen am Leben. Wartet, ich habe die Verbindung zu Cybros System verloren. Die Matrix wird aktiviert. Sie wird schießen. Polarion, was? Beginne Neutralisierung. Oh oh. Oh shit. Mach mal Mikrofon aus. Zerg-Biosignaturen rückläufig. Endions Oberfläche wurde erfolgreich gesäubert. Es ist vorbei. Alte Scheiße, ich dachte, jetzt haben wir einen neuen Feind. So, wir haben wieder was nicht geschafft. Okay, Cerberus ist erwacht, alles klar. Jetzt regnet es aber auch wieder Erfolge hier. Phoenix als Porträt, aha. Und Bonusziel Richter. Naja. Nur ich und meine Cybros. Okay. Aktivieren Sie in Cyberabstand von 60 Sekunden in richterlicher Gewalt auf den Schwierigkeitsgrad. Nochmal zwei Angriffstrupps der Richter. Ja, hätten wir mal koordinieren sollen. Aber gut. Wir gucken mal, was jetzt noch so auf uns zukommt. Ihr habt da bestimmt noch eine hübsche Zwischensequenz. Hoffentlich. Es war ja ganz umsonst hier. Bin ja sowieso schon wieder über die Zeit drüber, weswegen. Aber was soll's. Phoenix, verständig die Richter. Ich möchte mit ihnen sprechen. Exekutor Clolarion, ihr seid in der dunkelsten Stunde der Erstgeborenen erwacht. Ihr habt uns gezeigt, dass die mächtigen Richter den Ausgang dieses Krieges wenden könnten. Ich bitte euch heute, eure heilige Templerpflicht wahrzunehmen und mit euren Brüdern zu kämpfen, wie zuvor. Ihr seid genau wie die Konklave. Ihr wollt uns erneut kontrollieren. Nein. Ich möchte unser Versagen wieder gut machen. Ich bin zusammen mit einem der Euren in die Schlacht gezogen, Phoenix. Die Konklave fürchtete euch, aber sie ist nicht mehr. Ich weiß, dass ihr wahre Templer seid. Wir müssen vereint stehen, denn einzeln werden wir untergehen. Ich werde mich mit den anderen bewachen. Wenn wir uns euch anschließen, so bitten wir, dass die Entität Phoenix für uns spricht. Wir verstehen vieles nicht in dieser Zeit.
Aber solange ihr forthaltet, Hirach, werden die Richter mit den Erstgeborenen kämpfen. Früher dachte ich, dass es immer nur zwei Fraktionen der Protoss gibt, die teilnehmen. Hirach, es ist drei natürlich. Ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt im Solarkern einen Blick darauf werfen. Jo, mach ich denn. Wie gesagt, drei Fraktionen. Die Tal'Darim, die Protoss an sich, also hier von Artanis, die Nerazim, also die Fraktionen von Zeratul. Ach Mensch, wir können doch im Kriegsrat denn nachgucken, aber machen wir in der nächsten Folge am besten. Das ist nun besser für mich. Also, lasst euch den bis zum nächsten Mal und haut rein und warum ich bitte. Haben wir den Kampf nicht zu Ahnung? Unsere Untätigkeit kostet uns den Sieg. Ja, ist ja gut. Ich mach halt gleich, ist ja eh ein Spiel. Wie gesagt, also lasst euch den bis zum nächsten Mal und haut rein und verzeiht mir bitte diesen kleinen Zwischencut, den ich machen musste. Ich hab mich da diesbezüglich ehrlich erklärt. Also, bis denn!